herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir wollen mal wieder von Bass, Freizeitmacher, Chiclets und Curryreis. Drei Geflügel, Hacksteaks mit Curryreis zusammen. Mal probieren. Ich habe diese Packung auch wieder von Kaufland. Ja, gut. Hier ist auch wieder die Zutatenliste. Und hier ist die Nährwerttabelle. So, das Ganze wird wie die andere Schale, die ich da schon mal hatte, auch entweder Zubereitung im Wasserbad 20 Minuten oder in der Mikrowelle, da wir eine 600 Watt Mikrowelle haben, also wieder 5 Minuten. Ja, dann werde ich das Ganze wieder 5 Minuten in der Mikrowelle erhitzen. Und ja, dann sehen wir uns dann nachher wieder. Wenn die Schale hier wieder erhitzt ist. So sieht das aus. Ich sage mal im kalten Zustand. Was hier dran komisch ist, ihr könnt euch sicherlich noch an dieser, an das andere Gericht, da das asiatische Gericht erinnern. Das hat nach Curry gerochen. Und dieses hier, wo jetzt Curry drin ist, riecht absolut nicht nach Curry. Das riecht irgendwie wie so kalter Braten. So ungefähr riecht das. Gut, aber wie gesagt, ich werde es jetzt warm machen in der Mikrowelle. Und wir sehen uns dann gleich zum Test. So, 5 Minuten sind rum. So sieht es wieder aus, wenn es aus der Mikrowelle kommt. Und jetzt wollen wir das Ganze mal probieren. Tja, also Chiclet und Curryreis. Drei Geflügel, Hacksteaks mit Curryreis. Naja, ich weiß nicht, ob man das Geflügel Hacksteak nennen kann. Das ist, tja, irgendein Pressfleisch. Es schmeckt auf jeden Fall nicht nach Geflügel. So viel steht fest. Der Reis hier, er schmeckt nach Curry, aber das ist so ein, ja, künstliches Curry, sage ich mal. Also dieses thailändische da, was ich da hatte, da dieses Nudelgericht, das war ja nun schon nicht der Hit. Aber dieses hier kriegt maximal 2 Sterne von mir. Weil es ist nicht scharf, überhaupt nicht scharf, aber wie gesagt, der Reis, der ist furz trocken. Und ja, ich habe ein Dings drauf gemacht, einen Deckel, also sprich einen kleinen Teller, der genau drauf passt. Es hat genau abgeschlossen, luftdicht. Daran kann es nicht liegen, dass das so trocken ist. Und wie gesagt, das Curry, das ist ja so ein künstliches Curry. Das hat mit richtigem Curry nicht gerade viel zu tun. Ja,
mehr weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also wie gesagt, mir hat es nicht geschmeckt. Ich kann es nicht weiterempfehlen. Muss dann jeder selber wissen. Gut. Soweit zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, gebt da halt einen Daumen nach unten. Auch egal. Ihr könnt das Video auch gerne teilen auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, wo immer ihr auch möchtet. Habe ich auch nichts dagegen. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.